The hounds of justice are upon us. A three-man SWAT team coming for a war. These guys truly may be unstoppable. Nobody's ever gone out there and really showed teamwork like we did. They just keep getting better and better and better. We were gonna go out every night, be better than everybody else. Für viele sind sie die beste Gruppierung der WWE-Geschichte. Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns, drei der besten Wrestler der Welt in einem Team. Die Fans liebten es, immer wieder schlossen sich die drei hinter den Kulissen zusammen und diktierten clever ihr eigenes Booking. Beliebt waren sie Backstage allerdings nicht. Diese Doku erzählt den steinigen Aufstieg von The Shield und wirft einen Blick auf die eher unbekannten Details hinter den Kulissen. I knew that I was better than everyone in developmental. I'm gonna say that right now. Basically, we got all the ladies covered. He and I had a lot of conflicts over this. Can we not just write one good storyline? Sierra Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Shield. 18. November 2012, Indianapolis, Indiana, Survivor Series. Drei junge Raufbolde greifen in den Hauptkampf des Abends ein. Oh my God! Sie sahen aus wie ein SWAT-Team mit ihren schwarzen Westen. Eigentlich sollten sie auch SWAT-Schilde tragen, was den Namen von The Shield erklärt. Eine Idee von Vince McMahon, allerdings passte das nicht mit dem Einzug durch die Zuschauerreihen zusammen. Die Schilde waren zu unhandlich, um leicht über Barrikaden zu klettern. Der ursprüngliche Plan für The Shield war jedoch ganz anders. Eigentlich sollte NXT-Champion Seth Rollins ein Team bilden mit Daniel Bryan und Big Show. Diese Idee entwickelte sich dann weiter durch CM Punk. Er machte den Vorschlag, Seth Rollins mit Dean Ambrose und Chris Hero zusammenzustellen. CM Punk war mit Hero befreundet und wollte ihm so eine große Karrierechance verschaffen. Vince sah in Hero allerdings kein großes Potenzial, dafür aber in einem anderen Top-Talent, in Roman Reigns. Roman is a true powerhouse and a very gifted young man. Future champion? Absolutely. Future Hall of Famer? Absolutely. This young man just has a presence about him, a star quality. Es kommt selten vor, dass Vince McMahon sich Aufnahmen aus dem Entwicklungsbereich ansieht, aber bei Roman Reigns tat er es. Talentscouts William Regal und Triple H wiesen ihn darauf hin, sie waren begeistert von dem ehemaligen Footballspieler Leati Anoa'i und zeigten dem WWE-Boss ihren großen Fang. WWE officials know what they have when they see Roman Reigns. They know they have a potential mega superstar in their midst. He's got a great look, a great heritage, a good body, and he can talk. Phänomenaler Look, unglaubliches Charisma, pure Kraft und Athletik. Vince McMahon war sofort begeistert. Diese Begeisterung hat bis heute nicht nachgelassen. Reigns war das fehlende Puzzleteil für die Gruppierung. Es passte perfekt. Ambrose als dünnhaariger, psychisch instabiler Raufbold mit Heath Ledger Joker-Vibes, Seth Rollins als Highflyer und hochtalentierter Ringathlet und Roman Reigns als stiller Muskel und als Powerhouse der Gruppe. Zusammen kaschierten sie die Schwächen der anderen und so gab es keine wirklichen Schwachstellen aus handwerklicher und Storyline-Perspektive. Eigentlich waren die drei so unterschiedlich, dass sie nicht wirklich zusammenpassten. Aber genau weil sie nicht zusammenpassten, passten sie zusammen. Andere Teams wie die Road Warriors oder die Usos glänzen durch ihre Ähnlichkeit. The Shield glänzte durch Unterschiedlichkeit, die sich in einer Kombination perfekt ergänzte. Weihnachten 2012. Am 25.12. verbringen Ambrose, Rollins und Reigns den Christmas Morning mit ihren Liebsten. Aber die Anspannung können sie nicht so ganz ablegen. Denn am selben ersten Weihnachtsfeiertag fliegen die drei nach Rosemont, Illinois, wo morgen eine SmackDown-Hausshow stattfindet. Es ist die erste Tour der drei, daher ist die Nervosität umso größer. Abends checken sie in ihr Hotel in Rosemont ein, gehen zusammen noch was trinken. Am nächsten Tag verlieren sie gegen Ryback, Daniel Bryan und Kane. I was so overwhelmed emotionally. It was nervous energy, but in a good way. Like I was ready. We all were. Alles läuft nach Plan. Die Hounds of Justice setzen sich in ihren Mietwagen, fahren von Rosemont nach Detroit. Seth Rollins ist der Fahrer, der Beste am Steuer.
Sie stoppen bei einem Fast-Food-Drive-In. Danach sind sie 5 Stunden auf der Interstate 94 unterwegs. Es ist der erste von ungefähr 300 gemeinsamen Roadtrips. Die Zeiten im Auto sind Zeiten, in denen die drei zu engen Freunden werden, in denen sie ihre Nervosität und Sorgen miteinander teilen, in denen sie zu einer Bruderschaft zusammenwachsen. Don't get me wrong, we got attitudes and we got egos, big ones. But we're willing to check them for each other and that's what a brotherhood is all about. The Shield machte einen wirklich exzellenten Job. Sie taten genau das, was Vince McMahon von ihnen wollte. Aber wirklich beliebt waren die drei bei ihren Kollegen nicht. Das Backstage-Klima 2012 und 2013 war sehr intensiv. Für junge Talente waren die Chancen, sich durchzusetzen, sehr selten. Deshalb gab es regelmäßig Streitigkeiten, Eifersuchts- und Neidprobleme. Teilweise weigerten sich Wrestler, füreinander zu sellen, also die Moves des Gegners so zu verkaufen, dass sie schmerzhaft aussehen, denn die Publikumsreaktionen im Wrestling hängen auch davon ab, wie gut dein Gegner dich aussehen lässt. Mit diesem Wissen gab CM Punk den Shield-Jungs einen sehr grenzwertigen Tipp. CM Punk pulled us to the side. He was like, people are gonna be told not to sell for you. Somebody's probably in Ryback's ear telling him not to sell for you. So make sure he does. So that was all we needed to hear. I was like, well, fuck him then. So we literally just beat the shit out of him. Ambrose, Rollins und Reigns schlugen zu. Sie verprügelten ihre Gegner. Wrestlerisch, professionell und sicher, aber trotzdem so, dass es weh tat. Backstage sprach sich das schnell herum. The Shield war unbeliebt und zahlreiche Wrestler sahen sie mit kritischer Skepsis. Seth Rollins hatte sich zu diesem Zeitpunkt sowieso schon mit einigen Talenten angelegt. Bei NXT gab es immer wieder Streit um ihn. Er hielt sich für den Besten und gab sich auch so. I knew that I was better than everyone in developmental. I'm gonna say that right now. Seth had to overcome his attitude, what he thought should happen. Das arrogante Auftreten von Rollins machte nicht nur seine Wrestlerkollegen sauer. Es brachte ihn auch in Konflikte mit Triple H und Coach Terry Taylor. He and I had a lot of conflicts over this and he just felt like he knew and he wasn't gonna hear it from anybody else. There's one guy who really didn't like me, that was Terry Taylor. It came to a moment where he and Triple H had a big talk because I threw my hands up. I said, he's either gotta go with you or gotta go. And we had a conversation right there. This is it, you change today. The first whiff I catch of this again and we're done. Die Klasse von Rollins war offensichtlich. Er galt als ein großartiger Wrestler und Entertainer, zwischenmenschlich geriet er aber immer wieder in Probleme. Big Show beschwerte sich beispielsweise bei den Verantwortlichen über Seth Rollins wegen unangebrachtem Verhalten backstage. Was genau er damit meinte, ist unklar. Einige Berichte erwähnten Rollins damalige Freundin, die in den Vorfall involviert gewesen sein soll. Auch Roman Reigns hatte Beef, und zwar mit Randy Orton. Nach einer missglückten Aktion bei einem Live-Event gerieten die beiden Backstage aneinander. Sie schrien sich gegenseitig an. Ein heftiger Streit entbrach und hielt mehrere Wochen. Sie beschuldigten sich gegenseitig für den Botch. Der war nämlich nicht einfach ein Missgeschick, sondern durchaus gefährlich. Der Konflikt war übel und sogar die Führungsetage bekam das mit. Vince McMahon soll überlegt haben, The Shield daraufhin zu bestrafen, ihren Push zu stoppen. Triple H überzeugte ihn wohl, das nicht zu tun. All das berichtet zumindest der Wrestling Observer. We were like bloody in people's noses and like people are getting upset about it. Like there are people who are complaining about it. Like I won't mention any names. People are giving us dirty eyes and dirty looks and like these new fucking Shield guys. Fuck them. Doch je länger The Shield auftraten, desto mehr fanden Vince, Triple H und die anderen Booker Gefallen an ihnen. Joey Mercury zum Beispiel war ein Teil des Kreativteams und großer Shield-Fan. Manchmal wird er als 4. Mitglied von The Shield erwähnt. Er hatte großen Anteil am Push der drei. WWE setzte auf The Shield. Sie gaben ihnen relevante Matches und Storylines, Promos und TV-Zeit, Raum, um sich zu beweisen und bei den Zuschauern bekannt zu werden. Es gab Pläne, sie in ein größeres Stable zu verwandeln. Das Argument war, The Shield besteht nur aus unetablierten Neulingen. Sie brauchen ein Mitglied, das bereits etabliert ist. Das Kreativteam wollte CM Punk und Paul Heyman hinzufügen. So originally we were supposed to be with Punk. Us and him and Paul
we're kind of like a group for the first few weeks. We even like, we rode on Punk's bus and hung out with him and stuff, and we were kind of like all together. CM Punk hatte damals noch eine gute Bindung zu Ambrose, Rollins und Reigns. Sie verbrachten auch privat Zeit miteinander, hingen backstage gemeinsam ab, aber Triple H sah das nicht gerne. Er war es, der The Shield von Punk separierte. Then they kind of took us away from him and wanted us to be our own thing. I think it was probably Triple H who kind of like took us and tried to put it, make us on our own and take us away from Punk. Auch ohne CM Punk schaffte es The Shield allerdings, sich durchzusetzen. Das macht ihren Erfolg noch beeindruckender. Die drei waren eine magische Mischung, zogen bei allen Publikumsgruppen Reaktionen. Manche hassten sie, andere liebten sie. Schnell verkaufte The Shield Massen an Merchandise. Die Westen, die Masken, die Shield-Shirts. WWE verdiente Millionen mit den Verkäufen ihres Top-Stables. Bei WrestleMania 29 besiegte The Shield auf großer Bühne die etablierten Big Show, Sheamus und Randy Orton, die Backstage immer noch nicht ganz so gut auf die drei zu sprechen waren. Bei der SmackDown-Ausgabe danach durfte The Shield den Undertaker verprügeln. Spätestens jetzt waren sie auch bei den Gelegenheitszuschauern bekannt. Bei Extreme Rules 2013 dann die nächste Erfolgssträhne. The Shield wins Tag Team Gold! New United States Champion, Dean Ambrose! Alle drei Männer gewinnen an diesem Abend Gold. United States Championship und Tag Team Championships. Dean Ambrose hatte die drittlängste US-Titelregentschaft der Geschichte mit 351 Tagen, was die Bedeutung dieser Titelsiege zeigt. Im Folgejahr bei Elimination Chamber 2014 gab es gegen die Wyatt Family den vielleicht besten Stable-Fight der WWE-Geschichte. Die zwei heißesten Teams gegeneinander in einem Must-See-Match. Es folgte ein Programm gegen das Legenden-Stable Evolution, bei dem The Shield ebenfalls die eigene Weltklasse unter Beweis stellte. Aber alles Gute geht vorbei. So auch die Ära von The Shield. Fans hatten Angst vor diesem Tag, aber Ende 2013 war die Luft beim Stable etwas raus. Die drei hatten jeden und alles besiegt, es fehlten geeignete Gegner für die kommenden Fädenprogramme. We ran out of people to work with. I think we beat Evolution pretty definitively in that feud, and after that, we'd been built so strongly as a unit that there wasn't another unit you could put us against. Vince und sein Kreativteam wollte The Shield im Januar 2014 bereits sprengen, so beschreibt es Rollins in einem Podcast mit Stone Cold Steve Austin. WWE plante eine dramatische Trennung und große Fehde von Dean Ambrose und Roman Reigns. Die beiden sollten in einem großen Einzelmatch bei WrestleMania 30 aufeinandertreffen. Rollins war nicht Teil dieser Planung. Höchstens als Gastringrichter, sagte er. Das gefiel dem aber gar nicht. Er hatte das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. Während die WWE einen großen Push-Plan mit riesigem Match für Ambrose und Reigns entwickelte, war Rollins für die Seitenlinie vorgesehen. Rollins äußerte seine Unzufriedenheit backstage, zuerst gegenüber seinen Shield-Freunden auf einem Roadtrip. Die drei gingen anschließend zu den Kreativverantwortlichen rund um Triple H und Joey Mercury und überzeugten sie, den Split nicht so umzusetzen. Kurz darauf wird Rollins öffentlich nach einem möglichen Split von The Shield gefragt. Er gibt eine nervöse Politikerantwort. You guys doing your own thing? That's not something we're concerned with at the moment. At the moment, we're concerned with dominating Big Show, Sheamus and Randy Orton. 6. April 2014, New Orleans, WrestleMania 30. The Shield betritt das riesige WrestleMania-Stadion zusammen. Das Publikum liebt die drei Wrestler. Es folgt ein dominanter Sieg gegen die Legendengegner Road Dogg, Billy Gunn und Kane. Dominant macht The Shield die älteren Wrestler platt. Nach knapp 3 Minuten war alles schon wieder vorbei. Mehr Zeit hatten sie nicht bekommen. Das lag laut Interviewaussagen von Rollins daran, dass das Startsegment bei WrestleMania 30 und Opener-Match mit jeweils 35 Minuten überzogen. The Shield sicherte sich einen dominanten Sieg in Einheit statt großem Zwist und Kampf gegeneinander. Alles, weil Seth Rollins sich positionierte gegen eine Booking-Idee, die ihm nicht passte, die ihn nicht pushte, die ihn nicht als den Besten aussehen ließ.
Und es lohnte sich. Die drei setzten sich, was das Booking angeht, immer füreinander ein. Sie waren mächtig. Sie standen immer wieder füreinander ein und ihr Wort hatte Gewicht. Normalerweise versuchen die WWE-Talente es sich nicht mit Vince und Triple H zu verscherzen. Bei The Shield war es teilweise auch andersherum. Triple H und Vince wussten, wie wichtig die drei Stars noch für ihre Firma sein könnten. Sie berücksichtigten die Perspektiven des Stables deswegen. After that first night, all the kind of ideas were ours. That's what's great about the Shield is we all have very distinct opinions that we voice them. As far as like the tactical gear and all that, and like our entrance was our idea. They had this confidence that they couldn't be stopped and they wouldn't be stopped. The Shield standing tall. Believe in the Shield. Juni 2014, Monday Night Raw. Rollins streicht sich backstage nervös durch die Haare. Oft wirkt er vor seinen Auftritten relativ cool. Heute nehmen ihn die Kollegen als extrem angespannt wahr. Sein großer Auftritt steht an. Es ist der Tag, an dem Seth Rollins The Shield zerstört, seinen Brüdern in den Rücken fällt. Einer der schockierendsten und besten Heel-Turns aller Zeiten. Mit kalten Stuhlschlägen streckt Rollins seine Wegbegleiter nieder. Oh my God! Are you kidding me? A big, bold step for Seth. He betrayed the unit they created. I am responsible for all of their success. Rollins now, he's assaulting Ambrose! Ein großer Moment. Einleitung einer großen Storyline. Rollins habe sich mit Triple H verbündet und sei jetzt Teil der Authority, so die Geschichte. Aber auch hinter den Kulissen passierte genau das. Der clevere Seth Rollins nutzte seinen Einfluss auf Vertrauensperson Triple H. Er wollte nicht das Shield-Mitglied sein, das außen vor gelassen wird. Stattdessen war er jetzt der Protagonist, der Star, der mit dem meisten Rampenlicht. WWE ging all in mit Rollins, sie gaben ihm den Money in the Bank Koffer. Auf der anderen Seite entwickelte sich Rollins stark als feiger Fiesling, lieferte ab. Vince McMahon fand Gefallen an ihm, ließ ihn zwar immer wieder verlieren, aber bei der nächsten WrestleMania, bei WrestleMania 31, folgte dann sein Riesenerfolg. Seth Rollins inside that briefcase has a contract that he could cash in anytime for a WWE World Title opportunity. 29. März 2015, die größte Show des Jahres, WrestleMania 31. Roman Reigns trat als verhasstes Face gegen Brock Lesnar an. Es war eine Schlachtung. Viel Blut, der Shield-Schrank Reigns sah lange kein Land. Irgendwann startete er aber sein Comeback unter Buhrufen. Bis Seth Rollins herauskam, sich ins Titelmatch eincashte und den großen Preis, den größten Titel, gewann. Es war der Moment seiner Karriere und ein großes Statement. WWE-Chef Vince setzte auf ihn, sah in ihm nicht mehr nur den drittbesten Mann von The Shield, sondern einen zukünftigen Topstar. Trotzdem hatte Rollins zu dieser Zeit den Eindruck, dass Vince ihn nicht für einen Top-Guy hält. In einem Interview mit BT Sports sagt Rollins, er habe das Gefühl gehabt, ein Platzhalter-Champion zu sein. Alles sei auf Reigns ausgerichtet gewesen, er wäre lediglich der fiese Heel, der am Ende aber gegen den auserkorenen Publikumsliebling Reigns unterliegt. Erneut plagte Rollins das Gefühl, nur die zweite Geige zu spielen und das, obwohl er jeden Abend mit dem größten Gold des Geschäfts die Hallen betrat. In Interviews sagte Rollins später, er habe sich nach dem Split einsam gefühlt. Die Zeit mit The Shield war eine Zeit, in der er immer den Rückhalt seiner Brüder hatte, aber jetzt musste er alleine daraus und alleine Promos halten. Er hatte sich so an die Auftritte mit Ambrose und Reigns gewöhnt, dass er die Umstellung sehr schwierig fand. Teilweise hatte er Angst vor Promos, hatte Angst, sich zu versprechen, wichtige Punkte zu vergessen oder unglaubwürdig zu schauspielern. Die Angst war unbegründet. Rollins lieferte ab, etablierte sich an der Spitze von Monday Night Raw. Eigentlich war der Plan, dass Roman Reigns diesen großen Platz an der Spitze einnimmt, aber jeder Push-Versuch wurde von den Fans gehasst und abgelehnt. Die Zuschauerreaktionen auf Reigns waren so negativ, dass WWE immer wieder umplante.
Sie wollten ihn längst zum großen Champion machen, aber die Fans nahmen ihn als Good Guy und Face einfach nicht an. Dennoch hatte Reigns große Storylines und Matches. Es war Dean Ambrose, der etwas in der Versenkung verschwand. Kleinere Fäden, gute Leistungen und Siege, aber Ambrose war extrem unzufrieden mit seiner Einsetzung. Er wollte clevere Storylines umsetzen, wollte keinen einfältigen und eindimensionalen Charakter spielen. Es gab allerdings Probleme. Ambrose leistete sich einige Fehler. Bei WrestleMania 32 trat er gegen Brock Lesnar an. Ambrose hatte viele innovative Ideen für das Match, aber Lesnar schmetterte sie ab. Er wollte einen normalen Streetfight umsetzen mit Ringtreppenspots und Stuhlschlägen. Ambrose auf der anderen Seite hatte verschiedene besondere Gegenstände, die er in das Match einbauen wollte, zum Beispiel der Feuerlöscher. Lesnar und Ambrose merkten schnell, dass sie völlig unterschiedlich sind und aneinander vorbeiredeten. Lesnar respektierte Ambrose außerdem nicht wirklich, denn Lesnars Respekt muss man sich erarbeiten. Das tat Ambrose nicht, stattdessen soll es immer wieder zu unangenehmen Gesprächen der beiden gekommen sein. Backstage war keine Harmonie und das wirkte sich auch auf das Match aus. Es war okay, aber für viele Fans die größte Enttäuschung des Abends. Während sein bester Freund Roman Reigns den Top-Titel gewann, gegen den Willen der Fans und an der Spitze positioniert wurde, ging Ambrose wütend nach Hause. In Interviews verhielt sich Ambrose zu dieser Zeit oft verpeilt und stand etwas neben sich. I made sure to come in this morning. Yeah, I'm sure that I saw you face to face. Gerüchten zufolge soll er immer wieder zu viel Alkohol getrunken haben und sich dadurch unprofessionell verhalten haben. Ein peinlicher Auftritt im Stone Cold Steve Austin Podcast auf dem WWE Network setzte dem Ganzen die Krone auf. Austin fragte frei Schnauze, wie Ambrose aufgewachsen ist. Der hatte allerdings eine schwere Kindheit, wollte darüber nicht reden und blockte ab. Es folgte ein Gespräch mit kurzen, lustlosen Antworten. Austin war noch Wochen danach sauer auf Ambrose wegen dessen leidenschaftsloser Leistung. Mittlerweile haben die beiden telefoniert und das Ganze geklärt, aber erst Jahre später. We went to the ring. I went to the ring that night. I went to the ring that night. Ambrose leistete sich den ein oder anderen Fehler. Roman Reigns kam auf Biegen und Brechen nicht bei den Fans an. Seth Rollins hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Es lief nicht alles nach Plan für die ehemaligen Shield-Mitglieder, aber all die Sorgen sollten Mitte des Jahres vergessen sein. Money in the Bank 2016, einer der größten Abende für The Shield. Roman Reigns ging als WWE Champion in das Event, Rollins nahm ihm im Main Event den Titel ab und Dean Ambrose nutzte seinen neuen Money in the Bank Koffer, den er am selben Abend gewann, um den Titel an sich zu reißen. Ein Abend mit viel Aussagekraft. WWE machte endgültig klar, alle drei können Top-Champions sein. Alle drei haben das Zeug für die Spitze. The Shield war als Stable so besonders und so populär, dass WWE mehrere Wiedervereinigungen umsetzte. Die Fans reagierten immer wieder darauf. Dabei waren Rollins und Ambrose keine Freunde der Reunions. Vor allem als Kurt Angle mit involviert wurde. Sie spielten mit, fanden den kreativen Plan dahinter aber schwach. Das staute sich vor allem bei einem der drei auf. Dean Ambrose war nach und nach extrem unzufrieden bei WWE. Den Titel hatte er schon längst wieder verloren. Vince McMahon sah in ihm einen verrückten und dusseligen Trottel. So stellte er ihn auch dar. Ambrose konnte mit seinem eigenen Charakter wenig anfangen, gab aber alles. Wrestelte mehr Matches als jeder andere im Kader, stieg trotz heftiger Verletzungen in den Ring, sagte keine Medientermine ab, obwohl sie ihm nicht lagen. Seine Arbeitsmoral war unanfechtbar. Er hatte die Hoffnung, dass seine Einsetzung besser wird, wenn er heel turnt. Aber das Gegenteil war der Fall. Oh, if he saw me as this goofball idiot, forgive me for thinking that a goofball idiot bad guy couldn't draw any money. Apparently they thought that it would. Ambrose fühlte sich unter Wert verkauft, verlor immer mehr die Leidenschaft für seinen Job. Irgendwann hatten sich seine Verletzungen so verschlimmert, dass er sich eine Auszeit nahm. Am Anfang genoss er es. I was actually relieved to be able to go home and be hurt. Like for the first month I was like, this is great, I'm gonna watch fucking Family Guy and get drunk all day, this is great.
Als sich seine Pause dem Ende neigte, stieg erneut ein unangenehmer Druck in Ambrose auf. Er wollte nicht zurück zur WWE. Er wollte sich nicht erneut mit diesen kreativen Schnapsideen auseinandersetzen. Er wollte weg. Das Geld und sein hochdotierter Vertrag waren zwar gute Argumente zu bleiben, er verdiente etwa 200.000 US-Dollar pro Monat, 2,5 Millionen im Jahr, aber er hielt es nicht mehr aus, unter Vince McMahon zu arbeiten. I wasn't like excited to leave yet. I was like bitter about it, because I'm like, I can't believe they're gonna make me leave. They're gonna make me walk away from all this money. Die Spitze des Eisbergs war für ihn dann der Umgang mit Roman Reigns Leukämieerkrankung. Sein bester Freund wurde mit einer lebensbedrohlichen Krankheit diagnostiziert und er sollte sich in Promos darüber lustig machen. Das Kreativteam machte geschmacklose Vorschläge. Der Plan war, dass Ambrose das Publikum als krankmachend beschimpft. There is no medicine for you. Did you really think that I would expose myself for Raw tonight in the toxic dump that is Milwaukee? Es war eine weitere Storyline, die Ambrose innerlich brach. I can't believe that. Can we not just write one good storyline? Can we not write one good promo? Does everything have to be fucking stupid? Does everything have to make me look like an idiot? Like, for fuck's sake. Sein Frust war mittlerweile so groß, dass er nicht mehr anders konnte. Er verließ die WWE, wechselte zur Konkurrenz AEW, setzte sich in einen Podcast mit Chris Jericho und lederte über die Missstände beim Marktführer ab. Im Interview lässt er seiner Frustration und Bitterkeit freien Lauf. Das wiederum kam aber bei seinen Shield-Brüdern Rollins und Reigns überhaupt nicht gut an. Die beiden identifizieren sich mit WWE, sind zwei der wichtigsten Säulen der Firma, verdanken Triple H und Vince ihren großen Durchbruch und ihre vollen Bankkonten. In einem Interview kritisierte Rollins deshalb seinen ehemaligen Shield-Kollegen Ambrose. I thought some of the stuff he said on the Jericho podcast was a little unnecessary, and I thought it was, you know, is one of those things where he couldn't handle the pressure. Reigns und Rollins sahen den Schritt von Ambrose kritisch, aber es war der richtige. Ambrose wurde als John Moxley zum Main Eventer, Topstar und PWI Wrestler des Jahres 2020. Ein Preis, der in den letzten Jahren von The Shield dominiert wurde. Roman Reigns bekam die Auszeichnung zweimal, 2016 und 2022, Rollins sogar dreimal, 2015, 2019 und 2023. Diese Statistik zeigt, wie groß der Einfluss von The Shield auf die Wrestling-Welt ist. Die drei gehören zu den besten und größten Stars. We're gonna own the business. Dean Ambrose is about to blow the doors off everything. Seth Rollins is literally one of the most amazing, fun wrestlers to watch in the world. Roman has a breakout quality to him. Believe that! If you're looking for a franchise player, if you made a model, the model would be Roman Reigns. Roman Reigns ist Stand jetzt der einflussreichste und dominanteste Star aus The Shield. Seine riesige Regentschaft ist absolut besonders. Außerdem hat sich Reigns als Locker-Room-Leader etabliert, also als der Leiter des Kaders. Das, was hinter den Kulissen vorher John Cena und der Undertaker übernahmen, das macht jetzt Roman Reigns. Er ist ein Vorbild mit seiner Arbeitseinstellung, kommuniziert mit allen, nimmt neue Talente wohlwollend auf, schlichtet Streits und stärkt den Teamgeist. Er trifft auch unangenehme Entscheidungen. Im Sommer 2016 war Enzo Amore sehr unbeliebt backstage. Auf der Europa-Tour rief er ständig lauthals Witze durch den Bus und verhielt sich wie ein Proll. Die Wrestler waren zunehmend genervt. Reigns übernahm die Aufgabe, Enzo aus dem Bus zu schmeißen. Enzo musste ohne seine Kollegen zum nächsten Tourstop kommen. Aktuell ist Roman Reigns nicht immer backstage, aber Seth Rollins ist häufig backstage. Beide haben mittlerweile eine Art Locker-Room-Leader-Position. An Roman Reigns führt allerdings aktuell kein Weg bei WWE vorbei. Er ist der eine Wrestler, aber das konnte er nur werden, weil er anfangs nicht nur der eine Wrestler war, sondern einer von drei Wrestlern des vielleicht großartigsten Stables der WWE-Geschichte. The Shield.
The Shields sind Freunde, die zusammengehalten haben, und das war ein großer Kern ihres Erfolges. Das lebten sie nicht nur vor den Kameras, sondern auch hinter den Kulissen. Was haltet ihr von The Shield? Schreibt es in die Kommentare. Dankeschön, dass ihr hier bei dieser Doku dabei gewesen seid. Wenn ihr Themenvorschläge für dieses Format habt, dann schreibt es gerne ebenfalls unten rein und checkt den Channel If We Last ab. Die Jungs von If We Last haben auch die Hintergrundmusik für dieses Video teilweise gesponsert. Wenn ihr Fans von Pop-Punk seid, dann checkt die unbedingt ab. Die haben es verdient. Haut rein und bis spätestens zum nächsten Video.